Willkommen zu einem neuen Part von Pokémon Schwarz 2. Wir sind gerade hier unterhalb der letzten Stadt und in so einem Bereich, wo wir die Arbeiter ein bisschen motivieren sollen, indem wir gegen die kämpfen. Ja, wir waren im letzten Part auch in der Arena. Oh, Item Raub, okay, TM. Aber brauchen wir jetzt nicht. Wir waren auch in der Arena, haben da gekämpft, haben aber verloren. Und deswegen sind wir jetzt hier nach unten gegangen, um nochmal ein bisschen zu trainieren. Weil wir einfach underleveled waren. Und ich denke mal, man hätte sowieso hierher kommen müssen. Um dann natürlich dementsprechend stark zu sein. Und ja gut, die wollen hier anscheinend nicht kämpfen. Interessant. Na nun, du hast ja einen Pokédex. Ich habe gehört, dass der neueste Pokédex tolle Funktionen haben soll. Die sogenannte Habitatsliste. Würdest du mir mal zeigen, welche Pokémon sich hier bei den Werken so finden lassen? Na nun, du hast in der Habitatsliste den Bereich mit den Werken ja noch nicht sonderlich gefüllt. Hm. Und der will ja aber kämpfen, interessant. Dann let's go! René ist jetzt so relativ hoch gelevelt. Auf Level 18, damit kommen wir dann auf jeden Fall schon besser an, weil vorher war er auf Level 14, glaube. Und ja, Fleckmoll. Interessantes Pokémon, ich weiß jetzt nicht, welcher Typ der hat. Ich mach jetzt einfach mal eine Kraftwelle ein, obwohl der hat bestimmt auch Flugtyp. Das ist nicht sehr effektiv, aber paralysiert. Ja, mein. Wenn er jetzt eine Flugattacke einsetzt, wäre ja nicht so gut, aber wir sind beide, also Jonas und René, sind beide anfällig gegen Flugattacken. Bedeutet. Oh, der hat auch Konfusion, shit. Das ist natürlich sehr effektiv. Hätten wir natürlich auch Psycho-Attacken in der Arena, wäre es auch schon besser hier gelaufen. Aber leider haben wir keinen Psycho-Pokémon. Aber vielleicht kommt noch eins, wer weiß. So, waren das jetzt hier alle Trainer-Fragezeichen? Hier rechts gibt es noch was. Da will ich noch mal hinschauen. Hier ist auch dunkles, hohes Gras. Hier ist noch einer. Wenn der kämpft. Genau. Du wurdest soeben Zeuge meines sorgenhaften Wissens, vor dem ich nur so überschäume. Lol. Ja, haut ab. Ich dachte, das ist ein Trainer, darum habe ich das nicht vorgelesen. Ah, hier ist ein Minipilz. Ich wollte schon gerade sagen, ich finde diese Orte, wo hier einfach nur so ein Fleck frei ist, sehr, sehr merkwürdig. Aber dieses Mal war da was. So ein blöder Kampf noch gegen Smoggern. Ja, brauchen wir jetzt hier nicht. Flucht. Tschüss. So. Dann gehen wir mal nach oben. Oh ja, du hast das ja tatsächlich schon erledigt. Hier ein kleines Dankeschön. Zertrümmerer. Ist hier eine TM? Interessant. Keine VM mehr? So, Zertrümmerer ist eine sehr, sehr nice Attacke. Aber wenn das keine VM mehr ist, bedeutet, dass man dann dementsprechend halt auch Zertrümmerer wahrscheinlich auch verlernen kann. Stärke 40, die Neuigkeit 100. Ich möchte mal schauen, was momentan Kraftschub, wie viel. Ah, Stärke 60. Ah, da finde ich doch. Eine Genauigkeit hat es auch. Na gut, dann macht natürlich Zertrümmerer jetzt eher weniger Sinn. Okay, na gut. Wir haben schon Kraftschub. Dann sind wir jetzt hier fertig, gehen nochmal kurz die Pokémon heilen und dann gehen wir erneut in die Arena. Jetzt sind vorbereitet. Und ja, zwei Pokémon treffen wir natürlich dann an. Einerseits war Smoggern, glaube ich, genau. Und einerseits Rollum. Die Weiterentwicklung von diesem anderen Käfervieh. Käfergiftvieh. Da wäre es jetzt natürlich auch gut, hätten wir eine Feuerattacke. Bei diesem Rollum. Aber leider nicht. Auch keine Flugattacke, kein Psycho. Nix. Aber trotzdem müssen wir es hinkriegen. Gehen wir erneut hier rein. Diesmal haben wir aber leider kein Tafelwasser. Einsetzen könnten. Wollen wir zuerst Jonas einsetzen? Wir setzen so zuerst Jonas ein. Ich möchte natürlich nicht, dass Jonas drauf geht, aber er kann vielleicht den
das erste Pokémon schon mal besiegen, dass sich René nur auf das zweite Pokémon konzentriert. Das ist jetzt mein Plan. Komm, kriegst das hin, Jonas. Wir werden direkt Rückkehr einsetzen. Nichts irgendwas anderes einsetzen, sondern gleich Rückkehr. Ui! Abgewehrt, sehr schön. So, nochmal Rückkehr. Das macht so wenig Schaden. Uiuiui. Gewissheit kannst du ruhig einsetzen, das ist mir egal. Ruhig immer weiter Gewissheit. Ja, jetzt kommt Smoke. Das ist eine Angriffsattacke. Ja, sehr effektiv, aber macht nicht so viel Schaden. Ja, Jonas hält sich sehr, sehr gut. Jetzt leider vergiftet. Komm, nochmal Rückkehr. Jetzt setzt er seinen Supertrank ein. Finde ich gut so, aus dem folgenden Grund. Er hat den Supertrank für schwächere Pokémon eingesetzt. Oh, jetzt macht mir die Vergiftung ein bisschen Sorge. Wir haben ja zwei Gegengifte. Wenn wir es... Jonas muss nur überleben. Gewissheit, das ist gut. Jonas! Alter. Hätte noch in den Pokéshop gehen müssen. Ich muss, glaube ich, Jonas draufgehen lassen. Weil ich habe nur noch einen Trank. Weil ich setze Zinebären ein. Könnte ich theoretisch machen. Wie viel KP bringt das wieder? 10, glaube ich. Richtig? Ja gut, das macht keinen Sinn. Jonas, du hast richtig gut gekämpft. Du kannst dich gleich erstmal ein bisschen ausruhen im Pokéball. René wird jetzt den Rest erledigen. So, dann Rückkehr. Ja? Er setzt Tackle ein. Macht schon mal 10 KP Schaden, aber er ist wenigstens weg. So, jetzt wird's spannend. Jetzt wird's spannend. Vielleicht hätte ich die Zeit jetzt noch nutzen müssen für Kraftschub. Das hätte sein können. Komm, wir machen jetzt erstmal Kraftschub. Jetzt bin ich gespannt. Ah, macht immer noch viel zu viel Schaden, Mann! Viel zu viel Schaden. Ja, was soll ich jetzt machen? Ich brauche Supertränke, aber ich habe keine. Das ist mein letzter Trank. Setzt Verfolgung ein. Das war dumm von ihm. Komm, Volltreffer, bitte! Überlebe, 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 überlebe! Ja! 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 Ich dachte schon, René wird jetzt auch noch besiegt. Wegen Vergiftung aber. Boah, Level 19 hast du ja sowas von verdient. Imitator. Imitator? Was kann ein Imitator? Weiß ich jetzt nicht mehr. Nee, brauchen wir nicht. Boah. Alter, wie knapp das war. Ich dachte vorher schon. Ja, es wird nichts. Das Gute war, er hat Verfolgung eingesetzt. Ich hatte René noch genügend KP. Oh, das, da habe ich wohl verloren. Sowas aber auch. Bedeutet wohl, dass du ganz schön stark bist, was? Naja, das habe ich zwar bitter für mich. Das ist zwar bitter für mich, aber wenigstens habe ich mein Bestes gegeben. Irgendwie fühle ich mich ganz erfrischt. Hier,
Der Beweis, dass du mich besiegt hast. Alter. Richtig harte Arena. Da wir sowieso kaum Pokémon haben. Hätten wir ein Pokémon mehr oder so, das wäre natürlich dann umso geiler. Jetzt hast du zwei Ohren. Damit erkennen sämtliche Pokémon bis Level 30 an, wie toll du bist und befolgen deine Befehle. Auch die Pokémon, die du mit anderen Trainern getauscht hast. Und hier, benutze auch diese TM. Giftschock. Aber die können wir, glaube ich, keinem erlernen. Wäre natürlich nice, wenn wir die Jonas erlernen könnten. Und wenn... Ja, hey, ganz im Ernst, das haut voll rein. Ich schau mal kurz, ob die Jonas zufällig erlernen kann. Aber ich glaube nicht. Nein, leider nicht. Wer bist du jetzt? Hey du, während deines Pokémons mit der Arenaleiter Mika, ist mir sofort aufgefallen. Du hast Charisma. Bitte komm auf den, auf jeden Fall nach Pokewood. Ach, das ist der Typ von Pokewood. Sehr schön. Du gehst nach Pokewood? Ah, stimmt ja, mein Vater. Ich muss ihn dazu bringen, wieder alles als Kapitän zu haben. Das war wirklich ein Mann? Ich dachte, das war eine Frau. Ich hab den als Frau so... Hat die Stimme imitiert. Synchronisiert, so. So rum, das Wort. Habe ich gesucht. Ja, wir müssen erstmal unsere Pokémon heilen. Hallo. Bei mir hat es gerade gejuckt und dann habe ich die Taste losgelassen und habe festgestellt, shit, das Loslassen bewirkt, dass wir jetzt so langsam gehen. Ja, gut. So, ich muss... nebenbei halt auf die Zeit schauen. Es kann sein, dass wir heute ein paar Minuten weniger aufnehmen, nur so 20 Minuten. Weil ich gleich noch los muss. So, wir wollen hier die Perle mal verkaufen. Und den Mini-Pilz auch noch. 250, ja gut. Ja, 700. Und dann ein paar Tränke brauchen wir. Und vielleicht mal zwei normale Tränke. So, passt. Uiuiui, das war extrem hart. Ich bin jetzt auf den weiteren Verlauf hier gespannt. Jetzt geht's hier nach Pokewood. Pokewood, auf Wiedersehen, grauer Alltag und willkommen in der Glitzerwelt. Okay. Durchaus, dieser Trainer hat das gewitzte etwas. Ja, und unsere Nachwuchsforschung, Hoffnung sollte in Kürze hier eintreffen. Okay. Ah, wie aufs Stichwort. Bin ich gemeint. Willkommen in Pokewood. Schön, dich zu sehen, Dennis. Wir haben schon auf dich gewartet. Darf ich vorstellen, das ist Mr. Woody. Er ist hier der Boss. Hallihallo, gestatten. Ich bin Mr. Woody. Nett, dich kennenzulernen. Du bist also Dennis, was? Wir haben gerade über dich geredet. Ich habe leider noch ein paar Dinge zu erledigen, bevor ich dir im Detail erklären kann, wie wir hier arbeiten. Tut mir wirklich leid. Ich hoffe, dass du kannst dich noch ein wenig gedulden. Wie wäre es mit der Zwischenzeit mit einer Führung über das Gelände? Oh, das ist eine ausgezeichnete Idee. Dann bekommt Dennis gleich einen Einblick in die wunderbare Welt der Filme. Pokewood ist eine Traumfabrik. Wer sich nach Nervenkitzel oder großen Gefühlen sehnt, ist hier genau richtig. Aber genug geredet. Ich werde versuchen, mich zu beeilen. Bis später. Ich hoffe mal, ihr werdet noch Kämpfe gemacht. Ich bin stolz, für Mr. Woody zu arbeiten. Sieh dich einer diese Beinarbeit an. Na schön, Dennis, folge mir. Gut. Drehen wir ihn. Ja, sieht elegant aus hier. Zunächst will ich dir kurz erklären, was wir hier in Pokewood überhaupt tun. Pokewood ist eine Filmschmiede. Wir drehen hier einen heißen Streifen nach dem anderen, um den Kinos ein möglichst buntes Programm bieten zu können. Das hier ist unser Filmpalast. Selbstverständlich gibt es da drin immer die neuesten Filme zu sehen. Gleichzeitig fungiert dieser Ort aber auch als Treffpunkt für die Fans der verschiedenen Filmstars. Komm, schauen wir mal hinein. Okay. So, hier haben wir den Schalter. Den haben wir denn da?
Das ist doch unser Talentsucher. Das ist der Vater. Wo ich dachte, das wäre eine Frau. Das könnte man als längere Haare da gelten lassen, keine Ahnung. Dank dir habe ich mir meinen Traum erfüllt und mein lang ansehntes Filmdebüt gegeben. Ah ja, das freut mich. Wer ist das? Das ist Dennis. Ich habe deine Tochter mit diesem jungen Trainer kämpfen sehen und sofort sein Potenzial erkannt. Deswegen wollte ich auch unbedingt, dass dieses Talent nach Pokéworld kommt. Ja gut, dieser Kampf gegen den Arenaleiter, das war schon ganz schön krass. Verstehe, du hast also meine Mika herausgefunden. Da musst du ein ziemlich guter Trainer sein. Oh ja, gleich fängt der Film an, in dem ich mitgespielt habe. Wenn du über ein Filmdebüt nachdenkst, solltest du ihn ansehen. Gute Idee, das wird für dich sehr lehrreich sein, Dennis. Ausgezeichnet, auf geht's! Okay. Willkommen in Pokéworld Filmpalast, das ist der Schalter. Hier kannst du einen Film auswählen, den du dir ansehen möchtest. Es gibt 8 Kinosäle, ganz schön luxuriös, was? Aber mein Debütfilm läuft in einem ganz besonderen Saal. Ich kann nicht mehr sprechen, ich habe zu viel heute aufgenommen. Okay, lol. Okay. Super Sandro gegen einen Helden im besten Alter. Ein idealer Vergnügungspark ist ein Vergnügungspark voller Gelächter. Ich kann das nicht so schnell lesen. Ihr müsst es euch selber durchlesen. Okay. Ich drücke übrigens gar nichts. Kann man das auch irgendwie überspringen? Leider nicht. Interessant die Reaktion der Zuschauer. Okay, interessant. Raditz, das Pokémon-Let's Play ist natürlich jetzt vorbei. Kein Spaß. Cool, gutes Feature, aber das reicht auch. Das reicht für mich auch. Danke, dass du dir den Film angesehen hast. Und, wie hat er dir gefallen? Was ist los? Ja, mein lang ersehntes Filmdebüt. Mein Traum hat sich erfüllt. Wie meinst du das? Vielen Menschen gibt es Dinge, die ihm nicht liegen. Und Dinge, die ihm nicht liegen. Ja, die ihm liegen und Dinge, die ihm nicht liegen. Das ist mir klar. Aber als ich meine Tochter gesehen habe, die versucht, ihre Verantwortung als Arenaleiter und ihren Traum von einer Musikkarriere unter einen Hut zu bringen, wollte auch ich versuchen, endlich meinen langjährigen Traum zu erfüllen. Denn man hört auf zu leben, wenn man seine Träume aufgibt. Ist das nicht so? Ich kehre erstmal zu meinen Pflichten zurück. Eines Tages werde ich zum Film zurückkommen. Bis dahin überlasse ich dir meinen Platz als Filmstar. Okay. Nice. Das heißt, wir können damit ein Boot anlegen. Nach Strato City. Das soll die größte Stadt hier in Einal sein. So, wir sollten langsam gehen. Mr. Woody ist bestimmt fertig mit seinen Vorbereitungen. Ja, und da werden wir dann im nächsten Part nachschauen. Wir gehen da jetzt noch schnell hin. Ich drücke immer noch nichts übrigens. Und dann sehen wir uns im nächsten Part wieder. Bis dahin.
und tschüss.